Hallo Freunde, willkommen zum 31. Spieltag der dritten Liga mit dem KSC. Ja, nach dem glanzlosen 1-1 gegen Rostock, wo eigentlich deutlich mehr drin war, aber egal, geht es jetzt auswärts gegen Wien Wiesbaden. Jo, KD kommt mal raus, Möbius kommt rein. Oh, ich hoffe, dass es ähnlich erfolgreich wird wie im Hinspiel. Da haben wir nämlich 3-1 gewonnen. Allerdings halt auch zu Hause, ne? Aber es wäre halt wichtig, wenn wir heute gewinnen. So hätten wir dann wieder 5 Punkte Vorsprung vor dem zweiten. Und ich glaube sogar 7 auf den dritten. Aber jetzt auch erstmal egal. Wir starten hier gleich los, ne? Den Fink ist auch wieder am Start. So, da sind wir auch schon im Stadion. Da kommen die Schiris und die Spieler. Und wir fangen auch gleich an hier. Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen erfolgreicher wird als das letzte Spiel. Aber ich denke schon. Aua! Nee, 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 nee. Oh, gut verteidigt. Nein! Ja, schnell hier Tiki-Taka, ich glaub's ja nicht. Super. Erst gut verteidigt und dann ist er stehen. Ja, nice. Okay. Naja. Kann passieren. Ja, erstmal hinten sicher stehen, ne? Das ist wichtig. Mann, ich hab grad gedrückt. Verdammt. Und die ist halt nicht mein Pack. Merke ich gerade. Das gehe ich hier nicht so wie okay. Aber egal, wird schon alle Tüten hier. Ja, hau mal weg wieder erstmal. Da ist das 1-0 durch Anton Fink. Läuft doch noch. Gott sei Dank. Es war aber knapp irgendwie. Können wir gerne mal raufgucken hier. Na, jetzt bin ich in Paycheck gelaufen. Das war knapp. Und hier habe ich auch fast zu lange gewartet. Aber alle tut ja. Da ist der Knipser wieder. Sehr schön. 24. Saisontor. Freut mich für ihn. Nein. Ein bisschen konzentriert gerade schön. Ich will den Ball haben. Gib mir doch mal den Ball. Nur einmal. Okay, das war nicht nett von dir. Ich hab hier die Mädchen aus. Oh, sehr schön verteidigt.
Aber wir kommen nicht raus da hinten gerade. Jetzt kein Tor zulassen hier. Sehr gut. Uha! 5-6 eben zu defensiv da hinten. Hey, die kommen jetzt an jeden Ball gerade, ne? Und ich hasse sowas. Ey, das kann nicht wahr sein. Wo soll ich hinspielen? Das bietet sich auch keiner an. Natürlich. Und hinten sind auch nochmal 4 Leute, ich weiß. Vorne sind 8 und 4. Ja. Was? Ey, nö, ja. Ist unglaublich. Klingt hier wieder gerade gar nichts. Okay. Oh. Dachte. Naja. Ja, den brauche ich aber. Mächtig Düse gehabt gerade. Ja, läuft weiter. Ja, natürlich. Natürlich. Dann legt er sich den Ball hier nochmal 10 Meter vor. Was er gar nicht braucht eigentlich, weil er da durch ist. Oh nein. FIFA wollte es wahrscheinlich wieder so. Ja. FIFA möchte das so. Ich kann nichts machen. Der Innenverteidiger geht erstmal wieder vor mir spazieren. Ja. Und da keine Zuordnung. Unglaublich. Ja, ich hab's vorhin trotzdem nicht machen, nein. Warum nicht? Ja, natürlich. Das war auch zu leicht jetzt. Wechseln an die Seiten, genau, damit ich hier schön hinterher rennen muss. Ja, warum gehst du nicht so aus dem Abseits raus? Also beziehungsweise stellst du nicht abseits? Warum machen wir das nicht? Ich weiß, Abseitsfalle habe ich nicht an, aber naja. Man könnte ja mitdenken ein bisschen. Ja, genau, wohin? Wohin? Ich habe ganz normal gedrückt. Ja, manchmal denke ich echt, FIFA greift da ein und sagt nö. Naja, egal. Ist ja noch alles drin. 1-1. Ich verstehe es nämlich. Ich mache das 1-0 und seitdem funktioniert wieder gar nichts hier. Ich spiele nicht anders, nein. Aber ja, ganz normaler Pass, ne? Was? Ey, da habe ich gar nicht hingedrückt. Geht doch da hinten rum, ist mir egal. Ja, auch da, der Ball springt erstmal 20 Meter weg vom Fuß. Vielleicht sollte ich FIFA mal sagen, dass es hier keine Kreisliga-Fußballer sind. Ey. Unglaublich.
Natürlich. Natürlich. Grätschen noch ins eigene Tor. Super. Das wäre der Klassiker jetzt gewesen. Ey, ganz ehrlich, ich mach gleich aus hier. Ja, na klar. Auf den Ball kann er nicht nach links spielen, nein, wir müssen ins Aus spielen. Ich hasse es, wenn ich nur abwarten kann und auf Fehler warten kann. Ne? Ey. Gleich schmeckt hier irgendwas, ich schwöre euch das. Klar. Oh, wundert mich, dass der angekommen ist. Ey, eben war der Spieler noch vor dem anderen, ne? Ach, ey, ganz ehrlich. Was war das jetzt? Ey, das gibt's nicht, ey. Ey. Fehlpassquote 100%, Alter. Fällt auch gerade hier gar nichts ein. Ne? Wir haben 100% Passgenauigkeit. Ich hasse es, wenn ich immer hinterherrennen muss. Nie zu eins Schüssen. Ja. Werfen alles. Jetzt gewinnt er da mal einen Kopfball-Duell, aber passt ihn gleich wieder zu. Ja, natürlich, das wäre es auch noch gewesen. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Das gibt's nicht mehr. Da wird da so ein Punkt raus. Ihr werdet auch nicht müde, ne? Am liebsten alle 11 gleich mal auswechseln hier. Raus. So. Mamma mia. Wenn wir da nicht mehr zum Auserwählen kommen. Das kann nicht, ja. Wenn ich zu viel Zweikämpfen. Ja, genau in die Mitte. Das macht man so, wenn man sehr viel. Nicht in der Tor hat man da schon.
Na klar. Guckt zu, wie er den Ball in Strafraum annehmen kann. Also das kann nicht mehr sein. Oh, das ist gut, ey. Es gelingt hier gar nichts. Hätte jetzt so gelacht. Warum auch? Kommt halt ab. Kriegt nichts. Ach nee, wir müssen noch einen Vorschießen erst. Gott sei Dank ist die Scheiße vorbei hier. Oh Mann. Prozent Ballbesitz, ja, nice. Was für ein Katastrophenspiel. Gott sei Dank ist es vorbei. So, dann gucken wir mal, wie es tabellarisch hier aussieht. Alles im grünen Bereich. Trotzdem ärgert mich sowas. Hier ist auch noch alles beim Alten. Gut. Dann schiebe ich ein bisschen Frust jetzt, mache ein bisschen Pause und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 19 Karriere. Ciao!